Bam, 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 bam. Mami Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mami Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Mami Made YouTube-Kanal gibt es jede Woche ein Video aus den Bereichen Nähen und Do-It-Yourself. Zuletzt gab es hier ein Video, in dem ich Dinge aufgezählt habe, von denen ich denke, dass sie super, super wichtig sind, dass ihr sie wisst, wenn ihr mit dem Nähen von Kleidung vor allem für euch selber beginnen möchtet. Solltet ihr das verpasst haben, verlinke ich euch das nochmal hier oben. Wenn das hier jetzt gerade nicht aufploppt, warum auch immer, findet ihr es außerdem in der Beschreibung unter diesem Video und in einem gepinnten Kommentar verlinkt. Springt da auf jeden Fall gerne mal rüber. In dem Video hatte ich kurz die Krux mit der Kleidergröße angesprochen und im heutigen Video möchte ich euch gerne verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie ihr noch ohne an dem Schnittmuster selber Hand anzulegen zu der für euch besten Schnittmustergröße gelangt, damit ihr wisst, welche Größe aus dem Schnittmuster, das euch vorliegt, ihr nähen solltet. Variante 1, wie ihr herausfindet, welche Größe des euch vorliegenden Schnittmusters ihr am besten für euch nähen solltet, ist, sich nach der Maßtabelle zu richten und euren Körpermaßen. In dem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, was ich in erwähntem letzten Video erwähnt hatte, nämlich, dass Schnittmustertabellen bei jedem Schnittmusterhersteller unterschiedlich sein können. Es gibt keine Vorgabe. Eine Größe 38 ist nicht überall gleich. Das ist beim Einkaufen da draußen in der Welt so und das ist bei Schnittmustern ganz genauso. Sprich, das Erste, was ihr tut, wenn ihr ein neues Schnittmuster näht, ist, dass ihr euch selber ausmesst. So, also in den meisten Schnittmustertabellen angegeben. Wir gehen jetzt mal primär von Shirts oder Pullis oder ähnlichem aus, denn das wird wahrscheinlich eines der ersten Dinge sein, die ihr nähen möchtet. Und dafür brauchen wir von unserem eigenen Körper drei Maße, nämlich den Brustumfang, die Taille oder Taillenumfang und den Hüftumfang. Für den Brustumfang nehme ich mir mein Maßband quasi quer über den Rücken. Und ich ziehe das dann immer so ein bisschen hin und her wie ein Handtuch, bis das ordentlich sitzt, auf der Höhe der breitesten Stelle meiner Brust. Und wenn ich mir das da zurechtgezoppelt habe, dann sollte das hinten waagerecht liegen, also nicht hier unten hängen oder weiter oben, sondern waagerecht rübergehen an der Stelle, wo die breiteste Stelle meiner Brust ist. Das sehe ich ja von oben in der Regel ganz gut. So, und dann lege ich mir das Maßband hier vorne um. Atme ein paar Mal ein und aus und gucke, dass ich einen bequemen Mittelwert finde. Natürlich, wenn ich jetzt ganz, 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 ganz tief einatme, dann sind das irgendwie 2-3 cm mehr, je nachdem, was ich für ein Lungenvolumen habe. Oder wenn ich ganz weit ausatme, dann kriege ich das auch enger. Aber ich will sowas wie einen guten Durchschnitt im entspannten Ruhezustand, würde ich sagen. Und diesen Wert notiere ich mir. Für den Taillenumfang nehme ich mein Maßband und rutsche am Rücken runter und gucke, wo es hängen bleibt. Tatsächlich. In der Regel ist das sehr genau auf Höhe des Bauchnabels. Das ist die schmalste Stelle meiner Taille. Und da lege ich mir das Maßband um. Und auch diesen Weg notiere ich mir. So, Ausgangspunkt für die meisten Missverständnisse beim Maßnehmen ist, glaube ich, das Thema Hüftumfang. Denn wenn ich an Hüfte denke, denke ich an so etwa diese Höhe, wo ich meine Hände abstütze, wenn ich sie auf die Hüfte lege. Das ist aber nicht die Stelle, die ich messen möchte. Beziehungsweise nicht zwangsläufigerweise. Die Stelle, die wir messen möchten für den Hüftumfang, ist der Umfang an der breitesten Stelle. Also in der Regel an der breitesten Stelle des Pos, also deutlich weiter unten, als ich jetzt gerade eben gezeigt habe. Jetzt ist jeder Körper anders. Bei mir ist die breiteste Stelle etwa so hier, würde ich sagen. Da messe ich einmal rum. Wenn ihr anders gebaut seid, wenn ihr hier weiter oben ein bisschen breiter seid als unten, alles egal. Ihr sucht euch einfach die Stelle, die an eurem Körper in diesem Bereich hier am breitesten ist. Und diesen Umfang notieren wir uns. Mit den drei Maßen, die ihr notiert habt, geht ihr jetzt an die Maßtabelle eures Schnittherstellers. Sollte es bei eurem Schnittmuster zwei unterschiedliche Tabellen geben, dann achtet darauf, dass ihr die Maße, die ihr gerade genommen habt, mit der Tabelle der Körpermaße vergleicht. Manche Schnittmuster haben auch noch eine Tabelle für Fertigmaße. Darauf gehe ich später nochmal ein. Im Grunde könnt ihr jetzt, wie gesagt, euren Brustumfang, euer Taillenmaß und euren Hüftumfang mit dieser Tabelle vergleichen und darüber identifizieren, welche Größe am besten zu euch passt. Problem, nicht wenige von euch
möglicherweise viele, möglicherweise sogar fast alle, werden nicht an jedem dieser Maße in eine genaue Größe fallen. Was dann? Wenn man schon länger näht, sich schon länger mit Schnittmustern befasst hat, schon mal gesehen hat, wie die Dinger aufgebaut sind, würde man an dieser Stelle das Schnittmuster anpassen, sprich an dem eigentlichen gedruckten Schnittmuster herumzeichnen und es dann anders zuschneiden. Dazu werde ich ein separates Video hochladen, ganz, ganz bald. Solltet ihr noch nicht Abonnenten dieses Kanals sein, könnt ihr das tun, indem ihr hier unten auf Abonnieren klickt. Wenn ihr zusätzlich das Glöckchen aktiviert, dann informiert euch YouTube immer, wenn ich neue Videos hochlade. Dann kriegt ihr eine kleine Vorschau auf euer Gerät und dann seht ihr auch, worum es in meinem neuen Video geht und ob das das ist, worauf ihr gewartet habt und was euch gerade interessiert oder eben nicht. So, also wie gesagt, zum Anpassen von Schnittmustern, zum Umzeichnen von Zwischengrößen, dazu wird es ein separates Video geben. Heute hier befassen wir uns nur mit von den fertigen Größen dieses Schnittmusters, welche nehme ich denn am ehesten? Und da lautet die häufigste Empfehlung, zu gucken, wo eure Brust reinpasst. Häufig ist es so, dass euer gemessener Brustumfang eine größere Größe des Schnittmusters erfordern würde, als beispielsweise Taille und Hüfte. Und damit die Brust reinpasst, nehmen wir tendenziell die Größe, in die die Brust reinpasst. Auch dann, wenn möglicherweise Taille und Hüfte die gleiche Größe ausspucken und nur die Brust eine andere und man denken würde, naja, 2 gegen 1 nehme ich die andere, richtet euch nach der Brust. Haupthintergrund ist vor allen Dingen auch der, dass sich an eurem fertigen Kleidungsstück oder an eurem fast fertig genähten Kleidungsstück, zum Beispiel wenn ihr Vorder- und Hinterteil zusammengesetzt habt, unten noch nicht gesäumt habt, dann lässt sich die Weite an der Taille und an der Hüfte gegebenenfalls an der Stelle noch relativ einfach, auch ohne Schnittmusteranpassung, einfach Freestyle, rechts und links noch einen Zentimeter weggenäht, anpassen an euren Körper. Bei Brustschnittmusteranpassungen ist es ein wenig schwieriger. Und deshalb lautet die Standardempfehlung meistens, wenn eure Brust eine andere Größe erfordert als der Rest eures Körpers, richtet euch nach der Brustgröße. Zweite Möglichkeit, zu der für euch richtigen Größe eines Schnittmusters zu gelangen, ist es, sich die Fertigmaße eures Schnittmusters anzusehen. Manche Schnittmusterhersteller geben nebst Tabelle für Körpermaße auch eine Tabelle für Fertigmaße an. Der Unterschied ist, dass bei den Fertigmaßen alle Zugaben im Sinne von Bewegungszugabe oder designtechnischer Zugabe, eine Mehrweite an Stoff im Vergleich zu euren Körpermaßen, bei den Fertigmaßen bereits inkludiert sind. Was heißt das? Ich habe an meinem Körper eine Brustoberweite von 97 cm beispielsweise gemessen. Wenn ich jetzt ein Kleidungsstück nähen würde, das exakt 97 cm obenrum hätte, dann könnte ich mich in diesem Kleidungsstück nicht bewegen. Das würde in der Form nur funktionieren bei sehr stretchigen Materialien, die ich wirklich sehr, sehr körpernah tragen möchte. Bei einem normalen Kleidungsstück wie einem Shirt, einem Pulli, selbst wenn er figurbetont geschnitten ist, habt ihr rechts und links ein bisschen mehr Stoff. Das heißt, wenn ihr euch hier die Seitennaht schnappt, rechts und links, dann seht ihr, dass dieser Pulli weiter ist als meine Oberweite. So, das heißt, diese Weite würde der Hersteller möglicherweise bei den Fertigmaßen angeben. Und dann sind das vielleicht sowas wie 102 cm. Und dann kann ich mir ausrechnen, wie viel Luft ich dann habe. Und das gilt natürlich für alle Regionen. Wenn jetzt bei der Tabelle für die Körpermaße meine Brustoberweite zwischen zwei Größen liegt, dann kann ich mir die Fertigmaße dazu ansehen und kann mir das dort angegebene Maß einfach mal umlegen. Und dann sehe ich, okay, mein Pulli wäre dann in der Größe so und so weit. Und dann kann ich ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, ob mir das reicht und ob die kleinere Größe, die ziemlich genau so weit nur wäre, ob mir das zu eng wäre oder ob das in Ordnung für mich wäre. Und dann komme ich der Idee, welche von diesen Größen, zwischen denen ich liege, besser für mich ist, ein wenig näher. Wenn eine solche Tabelle nicht dabei ist bei eurem Schnittmuster, dann nehmt ihr euch einfach die Schnittmusterteile, also Vorderteil und Rückenteil, und messt einmal, meistens liegen die ja im Bruch, hier auf Höhe der Achselnaht aus, wie breit das ist, nehmt das mal 2, macht das gleiche mit dem Rückenteil, rechnet diese 2 Werte zusammen und dann wisst ihr, wie die Fertigmaße am Brustumfang sind. Und das gleiche könnt ihr natürlich auf Taillenhöhe und auf Hüfthöhe machen. Wie bereits erwähnt, beinhaltet die Differenz zwischen Fertigmaß und Körpermaß
an der Stelle ja nicht nur eine Bewegungszugabe, also das an Zentimetern, was Designer ihrem Schnitt immer hinzufügen, damit man sich darin bewegen kann, sondern eben auch dem Design geschuldete Stoffzugaben. Bedeutet, es kann ja sein, dass der Designer gedacht hat, er möchte, dass dieser Schnitt relativ weit an einem Körper sitzt. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ich trage meine Sweatshirts aber lieber gern ein bisschen enger am Körper, dann habe ich über diese Fertigmaße eben auch die Möglichkeit, gegebenenfalls auf eine kleinere Größe zu gehen, als in der Tabelle für Körpermaße angegeben ist, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, dass die kleinere Schnittmustergröße anhand der Fertigmaße eher so an meinem Körper sitzt, wie ich mir das vorstelle. Geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn ein Schnitt tendenziell sehr figurbetont ist und ich ihn gerne ein bisschen weiter hätte. Dritte Möglichkeit, zu der für euch besten Schnittmustergröße des euch vorliegenden Schnittmusters zu gelangen, ist, euch ein ähnliches, in eurem Besitz befindliches, gut sitzendes Kleidungsstück zu nehmen und euch daran zu orientieren. Sprich, wenn ich einen Shirtschnitt vor mir habe und nicht sicher bin, welche dieser Größen ich nähen sollte, nehme ich im Zweifelsfalle ein Shirt, das mir gut sitzt, das vom Stil ähnlich ist, also ähnlich körperbetont oder ähnlich luftig geschnitten ist, und lege mir das auf das Schnittmuster drauf und bekomme dann anhand dieses Vergleiches eine weitere gute Orientierungshilfe, ob jetzt beispielsweise die Größe 38 oder die Größe 40 dieses Schnittmusters eher dem entspricht, was an meinem Körper gut sitzt. Ich hoffe, diese Tipps helfen euch bei euren ersten Kleidungsnähprojekten weiter. Wie gesagt, ist es tatsächlich bei wirklich nicht wenigen Menschen erforderlich, Schnittmuster manuell anzupassen, also den eigentlichen Schnitt, der euch vorliegt, noch selber eigenständig zu verändern. Die einfachste Variante, das zu tun, ist, sich nach den Körpermaßen zu richten und bei Mehrgrößenschnitten Zwischengrößen zu kreieren. Wie das geht, zeige ich euch in einem meiner zukünftigen Videos. Abonniert also gerne den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, damit ihr das nicht verpasst. Wenn euch dieses Video geholfen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr dem Video ein Like da lasst und für mich und oder den Algorithmus einen lieben Kommentar unter diesem Video lasst. Ein hilfreicher Kommentar in diesem Sinne kann auch tatsächlich einfach ein Emoji sein. Hier geht es wie erwähnt weiter mit Näh- und DIY-Tutorials, demnächst auch wieder Maschinenvorstellungen. Hinter mir steht gerade mal wieder ein Laser, den ich euch ganz bald vorstelle für diejenigen unter euch, die beispielsweise einen Etsy-Shop haben oder sich in einer kreativen Selbstständigkeit befinden oder sowas vorhaben. Kann auch das interessant sein. Ich freue mich in jedem Falle, wenn ihr hier wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mami Made!